Aus Katzenhaaren kann man Wolle herstellen. Doch wie funktioniert das? Na? Moritz hat ein dichtes Fell, das schnell zum Verfilzen neigt und braucht daher bei seiner Fellpflege Unterstützung. Regelmäßiges Bürsten ist bei Langhaarkatzen also Pflicht. Bitte immer mit dem Strich kämmen und die Katze dabei gut beobachten. So wird das Fell wunderbar glatt und wir haben auch etwas davon. Nämlich bündelweise Katzenhaare. Diese werden in mühsamer Kleinarbeit miteinander versponnen. Ein Job für die Profis am Spinnrad. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aus Moritz überschüssigen Haaren ist nun ein Wollknäuel entstanden. Das kann nun ganz normal weiterverarbeitet werden. Was Sie daraus machen, bleibt Ihnen überlassen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Und vergessen Sie nicht, Ihrer Katze ein Dankeschön zu sagen.